unsere Reise. Wir wollen auf Tauchsafari gehen. Wir besuchen die Similieninseln, die Surin-Inseln und das Richelieu-Rück. Heute ist übrigens auch chinesisches Neujahr. Das wird eine ganze Woche gefeiert, aber wir sind ja auf der See. Vielleicht sehen wir noch ein bisschen was davon. Solange lassen wir uns erstmal die örtlichen Köstlichkeiten schmecken. Beziehungsweise, das ist eigentlich ein Nordteilgericht, wofür es sehr ungewöhnlich ist, weil Kokosnussmilch mit drin ist. Kat Soi Kai ist über China und Burma nach Chiang Mai ausgewandert. Wir bekommen es hier trotzdem zu essen. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns gleich auf dem Boot. Den Similan-Inseln seht ihr hinter mir. Der erste Tauchgang, den haben wir auch schon hinter uns. War ganz nett. Man braucht noch ein bisschen Zeit, um sich da reinzufinden. Ich hoffe, auch die Bilder unter Wasser werden ein bisschen was. Ja, werden wir sehen. Jetzt geht gleich wieder der nächste Tauchgang los. Das geht hier wie am Fließband und gerade gefrühstückt. Joa. Den dritten Tauchgang hinter uns. Die Unterwasserwelt ist natürlich fantastisch und bunt. Highlights waren bis jetzt eine Schildkröte und ein Mantarochen. Den Hai haben wir leider verpasst. Ich muss noch ein bisschen an meiner Relaxzeit unter Wasser arbeiten, damit ich nicht so viel Sauerstoff verbrauche, aber das wird bestimmt. Wir haben uns von den Thais erklären lassen, dass die Similan-Inseln ein Marineschutzpark sind und von 8 Inseln sind nur 2 begehbar. Ich glaube, wir fahren gerade zu einem Strand. Werdet ihr auf jeden Fall gleich sehen. Ansonsten sind hier alle der Meinung, dass die Unterwasserwelt sich während Corona sehr erholt hat. Und das ist doch mal was Positives an dieser ganzen Covid-19-Scheiße. Die Unterwasserwelt erholt sich. Die Natur. Das ist natürlich der Vorteil an so einer Tauchsafari. Man ist mitten im Andamanischen Meer und kommt dann auch auf so eine tollen Inseln. Außer uns sind hier sonst nur noch die Rangers. Die sind wohl ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, deswegen muss auch die Maske mit. Aber wir genießen das jetzt erstmal. Fahrtwind und Motorengeräusche, aber das
wird mich heute auf jeden Fall nicht vom Schlafen abhalten. Gute Nacht. Moin von den Sureninseln. Wir sind jetzt tatsächlich schon am dritten Tauchtag angekommen. Hai habe ich immer noch nicht gesehen, aber dafür gibt es hier ein fettes Barbecue mit Cocktail. Den lassen wir uns jetzt schmecken und das Barbecue sieht auch super aus. Ja, mit viel Glück sehen wir morgen vielleicht noch ein Hai. Ansonsten hat sich das alles hier total gelohnt, aber da erzählen wir morgen noch mal was dazu. Wir feiern. So many stories why they call Richelieu up. Carlos got about 3 stories or 4. I'll tell you one of that tomorrow morning. Hi, this is how the dive site looks under the water. So it's shaped like a U, or like a horseshoe. Or for Australians, they would say no, it's shaped like a boomerang. Yeah? Meine Videos sollen aufmerksam machen auf die Arbeit von Rollstuhlerlebnisreisen. Rollstuhlerlebnisreisen bietet kulturelle Teilhabe für Menschen mit Behinderung, die sich diese nicht aus eigenen finanziellen Mitteln leisten können. Wir organisieren 4-Tagesreisen in die schöne Hansestadt Hamburg und 1-Tagesreisen für Menschen mit Behinderung aus dem Raum Norddeutschland, wo immer sie hinwollen. Ihr könnt jederzeit spenden. Infos findet ihr unten in der Infobox. Am besten ist natürlich, ihr werdet Fördermitglied und unterstützt uns mit 30 Euro im Jahr dauerhaft Rollstuhlerlebnisreisen durchzuführen. Außerdem könnt ihr dieses schicke T-Shirt, was ihr vielleicht schon in meinen Videos gesehen habt, erwerben für 18 Euro unter mitgliederverwaltung@giambo.de. Von hinten sieht es auch toll aus. All good things come to an end. So leider auch unsere Tauchsafari. Wir haben gerade den letzten Tauchgang hinter uns und fahren zurück nach Khao Lak. Ich habe das gerade mal durchgerechnet. Wir hatten jetzt pro Person ungefähr 600 Euro, inklusive Nationalparkgebühren, Essen und 4 Übernachtungen, 13 Tauchgänge. Das ist wirklich unschlagbar. Ich will jetzt auch gar keine Werbung machen, aber meine Erfahrung ist das schon so, dass Sea Dragon Diver da unschlagbar ist. Wir werden auf jeden Fall wiederkommen.
Es hat Spaß gemacht und war toll, unter Wasser mal dieser ganzen Covid-19-Geschichte zu entfliehen. Wir fahren jetzt zurück nach Phuket, da gibt es auch ein Video. Außerdem könnt ihr entweder hier oder hier das Video von Koh Phayam euch angucken. Ja, ansonsten unterstützt Rollstuhl-Erlebnisreisen, abonniert den Kanal, gebt uns ein Like, drückt die Glocke. Ja, wir sind dann raus.